Wir sind jetzt auf dem Stand der Firma Solarfocus. Das ist in meiner Erfahrung der traditionellste Stand, der immer hier auf diesem Platz ist und eigentlich immer in der gleichen Größe. Solarfocus ist bekannt als Hersteller von Biomassekesseln und als einer der, kann man eigentlich fast schon sagen, letzten Verfechter von Solarthermie in Österreich. Wir feiern hier jetzt einen Energiegenie für die Firma Solarfocus und zwar, Trommelwirbel, jetzt kommt was Ungewöhnliches für eine Wärmepumpe. Es geht um die Vamp Air, die sowohl den Energiegenie 2019 gewonnen hat, als auch sehe ich hier den ersten Platz bei den Top-Produkten. Herr Kalkgruber, wie geht es Ihnen damit, dass Sie für eine Wärmepumpe ausgezeichnet werden? Ja, es freut mich besonders, weil gerade im Wärmepumpenbereich gibt es ja ganz, ganz große Konzerne weltweit. Ja. Und wenn man da als kleines Unternehmen in Österreich eine neue Technologie praktisch entwickelt, ja, und dann wirklich den ersten Rang belegt, dann denke ich mir, dann ist es ein Ausrufezeichen für unsere tollen Techniker, die wir in Österreich haben und auch für die Firma Solarfocus, für die Innovationskraft, was Firma Solarfocus ausstrahlt. Es ist eine Luftwärmepumpe. Genau. Was unterscheidet jetzt die Vamp Air von anderen Luftwärmepumpen, die es ja gibt? Also unterscheiden, wir haben versucht, dass wir die Luftwärmepumpe sehr effizient machen und natürlich ein Kriterium war auch der Lärm. Ja. Wir denken einfach, die Grundstücke werden immer kleiner, die Leute werden immer sensibler und so muss einfach auch der Lärm einfach berücksichtigt werden, damit es zu keinen Nachbarstreitigkeiten kommt. Und das haben wir eigentlich ganz gut gelöst hier. Ein wichtiger Punkt war auch die Regeltechnik, die kommt ja auch aus dem Hause Solarfocus. Ja. Da sind wir auch eigentlich führend immer gewesen, haben wir immer wieder neue Meilensteine gelegt, praktisch für die Biomassebranche und auch das haben wir jetzt auch in der Wärmepumpe umsetzen können. Ja. Besonders effizient, wodurch? Wir haben einen speziellen Kompressor eingebaut mit Zwischendampfeinspritzung, das ist ja immer so ein Kopplungskompressor. Ja. Das heißt, man kann hier praktisch mit minus 22 Grad noch Energie aus der Umweltluft herausholen, was eigentlich fast unvorstellbar ist für einen normal denkenden Menschen, muss ich sagen. Ja. Wir haben einen sehr großen Verdampfer eingebaut, das heißt, hier höchst effizient, sehr, sehr lange Abdauerintervalle und so weiter, einen Kompressor, einen Ventilator, der ganz wenig Strom verbraucht. Das in Kombination mit einer hochintelligenten Regelung hat es uns ermöglicht, dass wir hier wirklich diesen hohen Effizienzwirkungsgrad erreichen konnten. Wie man den Energiegenie gewinnt, weiß man, oder man bewirbt sich bei der Messe Wels. Wie macht man den ersten Platz bei Top-Produkte.at? Stand September 2018, also brandaktuell. Wie macht man sowas? Was ist Top-Produkte.at und wie wird man da Erster? Ja, wie man Erster wird, das habe ich gar nicht gewusst. Wir sind einfach da auf die Liste gereiht worden. Das heißt einfach, diese Institution, diese öffentliche Institution sucht sich die Prüfberichte raus von den Instituten, gibt es in eine Tabelle rein und dann wird man einfach gereiht. Ich war dann selber ein bisschen überrascht, weil es war kein Ziel, dass wir auf Top-Produkte.at auf Nummer 1 kommen, sondern es hat mich einfach gefreut, dass wir das geschafft haben. Ja. Also Top-Produkte.at, Armin, kennst du das? Top-Produkte.at ist eine Organisation, die für verschiedenste Bereiche die energieeffizientesten Geräte bewertet. Ob das jetzt Mixer sind, Fernseher oder eben Wärmepumpen, Autos, was auch immer. Das heißt, das ist tatsächlich etwas, wo man sich nicht darum bewerben kann, sondern die gängen nach den Prüfdaten, die sie bekommen. Hast du schon einmal einen Fernseher nach Top-Produkte ausgesucht? Also Fernseher? Nein. Also Fernseher? Nein. Nein. Ist eine gute, also für die Leute, die ihr Gewissen beruhigen wollen, wenn sie Unterhaltungselektronik kaufen, kann ich sehr empfehlen, auf topprodukte.at gehen und dann am besten einen von den ersten drei kaufen. Man schläft wirklich wie ein Engel, wenn man das gemacht hat. Ähnliches gibt es da jetzt offenbar auch bei den Wärmepumpen. Lärm haben wir schon angesprochen. Je enger die Bausituation ist, desto schlimmer ist der Lärm, ist die Lärmsituation. Hast du damit auch schon mal zu tun gehabt? Ja, also Lärm auf jeden Fall. Das ist ein großes Thema eben, wie gesagt worden ist, dass die Kunden immer sensibler werden und auch generell möchte man ja keinen Lärm oder keine Belastung sich selber vor das Haus stellen oder im Haus haben, je nachdem, was für ein Modul man verwendet. Also das auf jeden Fall, das ist ein großes Thema. Da gibt es ja auch
pro Bundesland unterschiedliche Richtwerte, wie laut sie sein darf. Genau. Schaffen Sie das in allen Bundesländern? Ich bin gar nicht so informiert, ich weiß nicht, das ist eines der leisesten. Ja. Also wenn es wir nicht schaffen, dann wird es für viele, viele ganz, ganz schwierig. Ja. Aber im Detail muss ich sagen, es gibt so viele Grenzwerte mittlerweile auch, nicht nur von Bundesländern, sondern sogar von Gemeinden teilweise, ja, weil es einfach so viele Probleme gibt. Ja. Das ist einfach so unschaubar. Aber es gibt den Lärmrechner AT, ja. Da kann man das wunderbar vergleichen. Ja. Übrigens auch den Leistungsrechner Wärmepumpe AT, da kann man jede Wärmepumpe untereinander vergleichen. Total seriös, weil mit Prospekten und so weiter ist fast für einen Konsumenten unmöglich, dass er hier Werte irgendwie definieren kann. Ja. Also wir machen hier jetzt einen kurzen Zwischenstopp mit Webtipps von der Energiesparmesse Welsch, Lärmrechner.at und Leistungsrechner Wärmepumpe.at. Jetzt haben wir schon drei Links, die Sie unbedingt einmal beachten sollten. Finde ich sehr gut. Herr Kalkgruber, jetzt muss ich Sie aber doch fragen, Sie sind mit Biomasse groß geworden, ja, mit Solar. Und mit Solarwärme. Ja. Also Sie sind eigentlich mit Solarwärme groß geworden und haben dann Biomasse dazugekommen. Der Solarwärmemarkt entwickelt sich nicht schön. Wie geht es Ihnen damit? Wird der wieder kommen? Das ist, tut mir das Herz weh. Ich liebe die Sonnenenergie und ich finde es traurig, wenn ich wo vorbeigehe in einer Siedlung, wo neue Häuser gebaut werden und da ist keine Solaranlage. Und da denke ich mir, irgendwie hat sich da die Menschheit vielleicht ein bisschen zurückentwickelt. Ich denke mir, es ist ein Wahnsinn, wenn man heute warmes Wasser im Sommer mit Energie wie Öl oder Gas oder vielleicht mit Strom praktisch aufbereitet, dann denke ich mir irgendwie, es ist schade, tut mir weh. Ob das wieder zurückkommt, ich weiß es nicht. Es gibt so viel, was ich geglaubt habe, es kommt anders. Ja. Hat sich aber dann im Laufe der letzten 25 Jahre ganz anders entwickelt, was wir das vermutet haben. Aber wir machen immer noch einen schönen Umsatz mit Solarthermie. Mein Herz schlägt immer noch für Solarthermie, weil es einfach so eine feine, tolle Technologie ist. Eine, so eine saubere, muss ich sagen. Ja. Ob es zurückkommt, das ist wirklich jetzt eine Frage. Die müssen sie ein Orakel oder was stellen. Da bin ich wahrscheinlich überfordert damit. Ja. Aber Ihr Produktportfolio in dem Bereich bleibt gleich? Natürlich, weil es ist für uns immer noch ein schöner Umsatzträger in Österreich. Ja. Wir haben ja leider Gottes sehr wenig Mitbewerber mittlerweile. Ja. Früher haben wir diese Halle ausgefüllt mit Sonnenkollektorherstellern. Ja. Und heute sind wir ja fast alleine hier in dieser Halle. Ja. Das zeigt ja davon, dass sich der Markt ja dramatisch verändert hat. Ja. Aber es gibt immer noch viele, viele Kunden, die was praktisch Solaranlagen haben. Teilweise auch schon 25, 30 Jahre alte Anlagen, die was jetzt erneuert werden müssen. Und die möchten alle wieder eine Solaranlage, komischerweise. Sie sind so begeistert davon, von dieser Technologie, der würde niemals verzichten auf seine thermische Solaranlage. Ja. Das heißt, wir kommen jetzt in die interessante Situation, dass man Leuten ein zweites Mal eine Solaranlage verkauft, die erste gekauft haben, da war der Armin noch nicht einmal geplant. Das kann sein, ja. Das kann sein, oder? Ja. Haben deine Eltern eine Solaranlage? Ja, also wir haben eine Solaranlage, aber auch Photovoltaik, also wir haben beides auf dem Dach. Ja, das ist super, ja. Ja. Die super Photovoltaik gibt es ja auch, ja. Ist aber jetzt nicht das näheste Produkt zum Herzen des Herrn Kalkgruber. Herzen nicht. Warum machen wir Photovoltaik? Das heißt, die Idee war einfach, dass wir Photovoltaik nur in Kombination mit der Wärmepumpe. Das heißt, wir möchten, wenn wir einen Strom erzeugen, den möchten wir veredeln. Ja? Wenn wir den Strom jetzt mit einem Faktor von 4,9 oder 4,95 praktisch multipliziere, dann ist das ja eine ganz andere Geschichte. Wenn ich jetzt Strom 1:1 in Wärme umwandle, ist das für mich ja ökologisch ja eigentlich eine Vergeudung von einem sehr hochwertigen Energieträger. Ja? Und da geht es dann in Verbindung mit Überschussstrom und so weiter, wo man vielleicht wenig Geld bekommt vom Staat und so weiter. Und dies dann noch zu veredeln mit der Wärmepumpe, das ist so der Hintergedanke, hinter der ich auch stehe, muss ich sagen. Ja? Das finde ich okay. Ja? Wird es bei der Luftwärmepumpe bleiben oder kommt da noch eine Erdwärmepumpe dazu? Na, Erdwärme kommt mit Sicherheit nicht dazu, weil wir sehen ja heute fast den Wirkungsbereich von Erdwärmepumpen. Ja? Das heißt, es ist im Marginal. Das heißt, der Kostenfaktor, was mehr wird praktisch, rechnet sich nie durch die Effizienz. Ja? Aber es kommen noch ein paar andere Lösungen dazu, vielleicht noch ein bisschen Low-Price-Version möchte man noch machen. Ja? Gerade im Neubau sehen wir einfach, da ist einfach oft die finanzielle Decke sehr eng gestrickt und so weiter, dass man da auch hier für den Häuslerbauer vielleicht, der was im Budget nicht unbedingt so ausgereizt hat, eine günstige und trotzdem sehr effiziente Wärmepumpe anbieten können. Also es geht schon nur in die Richtung. Gibt es für diese Bereiche jetzt Weiterbildungsbedarf bei den Installateuren? Und wie deckt Solarfokus das? Ja, ich denke mir schon, dass es da schon sehr großen Weiterbildungsbedarf gibt. Wir sehen auch die ganzen Schulungen, was wir anbieten, die sind wirklich restlos ausgebucht. Also das kenne ich ja bei anderen Bereichen nicht mehr, muss ich sagen. Ja. Und man sieht dann auch eigentlich, dass einfach sehr viel Halbwissen vorhanden ist, ja, im Wärmepumpenbereich. Ja. Ich will jetzt nicht über unhöflich sein, ja. Aber es schadet auf keinen Fall praktisch, wenn da die Heizungsbauer sich dann ein bisschen
detaillierter informieren, weil sie haben irgendwo eine Vormeinung, da glauben sie, sind schon eigentlich fast schon perfekte Wärmepumpen-Spezialisten und dann fehlt dann doch noch das eine oder andere, was dann zu einer perfekten Auslegung fehlt. Ja. Was macht jetzt die Wärmepumpe für einen Installateur anders als einen Heizkessel oder einen Brennwertgerät? Naja, heizen tun sie beide. Mit der Wärmepumpe kann ich jetzt noch heizen und kühlen. Und was für mich auch generell für Wärmepumpe spricht, einfach das Ökologische im Prinzip. Ich kann mich besser eigentlich mit der Wärmepumpe identifizieren, als jetzt sagen wir mit einem Kessel, würde ich jetzt sagen. Dann herzlichen Dank für die Gastfreundschaft an dem Stand.